Bei der Implantation einer zusätzlichen Linse bleibt die körpereigene Linse des Auges erhalten. Die von uns verwendete Zusatzlinse ICL ist aus einem weichen Linsenmaterial aufgebaut. Hierdurch kann die Linse vor der Implantation gefaltet und durch einen winzigen Zugang von ca. 2 mm hindurch in das Auge eingebracht werden. Im Augeninneren entfaltet sich die Linse dann wieder. Die ICL wird dann noch hinter die Iris gelegt, sodass die Linse nach der Operation weder für den Patienten noch für andere Menschen sichtbar ist.